Schneefischchen und die drei Meeresfrüchtchen. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem kleinen Dörfchen im Ozean. Dort lebte Schneefischchen mit ihrem Stiefel, der nicht Natur war. Eines stürmischen Abends flüchtete sie und machte sich auf den Weg, um eine neue Bleibe zu finden. Nach tagelanger Suche fand sie eine Unterkunft, in welcher drei verspielte Meeresfrüchtchen lebten. Sie klopfte an und fragte, ob sie hier für ein paar Tage bleiben könne, worauf sie eine Zusage bekam. Sie half im Haushalt unter den Korallenarbeiten. Nach einiger Zeit fand der Stiefel heraus, wo sie sich aufhielt und schmiedete so einen Plan, wie er sie vergiften könnte. Er ließ das Wasser von seinen Bellsharks verschmutzen, sodass sie in einen Tiefwasserschlag fällt. Ein paar Tage danach setzte er den Plan um und ließ das Wasser vergiften. Zusätzlich legte er einen Fluch über Schneefischchen. Der Fluch besagte, dass Schneefischchen nur wieder zurück in das Leben kehrt, wenn alles so lebt, dass das Trinkwasser nicht mehr verschmutzt wird. Schneefischchen trank das Wasser und findet in den Tiefwasserschlaf. Die sieben Meeresfrüchtchen fanden Schneefischchen am Stein und versuchten es wieder zu beleben. Viele Versuche blieben erfolglos. Die Meeresfrüchtchen verzweifelten und befürchteten, ihr Schneefischchen verloren zu haben. Doch dann kam das Prinzfischchen der sieben Weltmeere und befahl, das Wasser zu reinigen. Er setzte alles in Bewegung, um sein geliebtes Schneefischchen aus dem Tiefwasserschlaf zu holen. Nachdem die Weltmeere gereinigt wurden, bekam das Schneefischchen sauberes Wasser und erwachte so aus ihrem Tiefwasserschlaf. Und die Moral von der Geschichte: verschmutzt unser Trinkwasser nicht.